Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test, beziehungsweise ein Let's Show. Wir schauen uns die Demo von Path of Titans an. Ein Spiel, was ich jetzt vor einer Weile unterstützt habe, was so ist wie The Isle. Und das kommt demnächst im Early Access raus. Und wir alle, die es halt unterstützt haben, die können jetzt schon in die Demo reinschnuppern. Und das würde ich nämlich gerne mal tun, mit euch zusammen am besten. Ich habe mir noch nichts angeguckt, ich habe noch keinen Plan von irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt schon spielen kann oder ob man jetzt bloß so die Character Creation machen kann. Es ist so wie The Isle. Wie The Isle, ich sag mal, ein bisschen früher. Ja, ihr seht schon hier unten, Play, Settings, Replay, Mods. Mods wird es auch geben für das Spiel, zwecks Skins und allen drum und dran. Was natürlich bei The Isle rausgenommen wurde, ist hier drin. Soll hier auch drin bleiben. Bin gespannt. Play, Character Creation, die können wir schon machen. AI, coming soon. Schwimmen, Fischen, Tauchen, kommt auch alles noch. Quests und Events sollen kommen. Massiv Multiplayer, kommt auch noch. Combat and Movement. Also Kampf, also spezielle, wahrscheinlich, zum Beispiel Raptoren können sich irgendwo festkrallen, so, das kommt alles noch. Ist eine Demo, ich weiß nicht, wie weit das geht, ob es jetzt nur die Character Creation ist oder ob wir sogar schon mal eine Runde spielen können. Die Grafik, man sieht es hier schon recht schön. Ist bei mir alles auf Epic, geht sogar noch eins höher, habe ich gesehen, auf Cinematic. Könnte man auch mal gucken, wie das aussieht. Was war das für ein komisches Geräusch, als ob jemand über den Boden wubbelt. So, Character Creation. New Character, was gibt es denn so für Dinos? Der Allosaurus, kann ich drehen? Ja, mit rechter Maustaste kann ich sogar drehen. Es sieht schön aus, es gibt auch schon sehr viele verschiedene Skins. Erstmal, die Texturen müssen natürlich laden. Na? Ja, nein, vielleicht. Ah, jetzt. Was kann man denn? Man kann männlich-weiblich auswählen, klar. Und es gibt schon jetzt viele Skins. Ich glaube, die hier können wir nicht nehmen. Da muss man quasi donaten, um die... das sind quasi... Ja, wie, man könnte sagen, es gibt so eine Art Lootboxe. Nur man weiß, was man kriegt. Sozusagen. Ihr seht auch schon, es gibt verschiedene Stufen hier. Grau sind so Standardsachen. Grün sind besser. Lila episch, würde ich sagen. Gelb, legendär. Und das ist legendär. Selten wahrscheinlich, sehr selten oder so. Also es gibt schon viele Skins und ich denke mal, da wird es dann später im Spiel, wenn es zu Events und so kommen, wird man sich so Skins auch freischalten können, wenn man an den Events teilnimmt. Ja, man soll auch, glaube ich, als kleiner Dino starten können im Endeffekt. Dann wachsen. Nicht wie bei der Isle mit dem Growth-Button, sondern einfach so, du wächst halt durchweg. Wie ich das so mitbekommen habe. Verschiedene Farbschemas kann man sich hier machen. Verschiedene Grundstrukturen gibt es da noch bei jedem Skin. Okay, also nochmal immer wieder verschiedene Ansätze. Wir haben natürlich Fleisch- und Pflanzenfresser, ganz klar. Der Cerato. Okay, also von den Models her sieht es gut aus. Tsukimimus, das war der, den ich nicht so leiten konnte. Das war der, der so ein bisschen schwimmt, ne, und so taucht. Das war so ein Fischfresser-Dino. Der Rex. Kann man da irgendwie ein Schreimer irgendwie? Torosu, was ist das? Irgendeine Art Spezies, eine Gattung, eine bestimmte. Kann man wahrscheinlich später auch noch auswählen. Auch ziemlich cool. Gott, wie viele Skins gibt es hier bitte schon? Schade, dass das lange manchmal braucht zum Laden. Ist wie gesagt, die Demo ist noch nicht mal im Early Access. Also das ist noch komplett am Anfang. Wobei, das Spiel soll, also für alle, die es gebackt haben, also die es schon unterstützt haben, die bekommen den Early Access Zugang, also die bekommen den Key für das Spiel, für Early Access, ich glaube im Februar nächsten Jahres. Also so weit ist es gar nicht mehr, bis das Spiel rauskommt. Ich denke im Early Access... Ja, doch. Ja, war ganz cool. So, bis zu episch habe ich alle Skins. Die gelben müsste ich jetzt kaufen, ne? Ja, die habe ich auch nicht. Schade. Sieht cool aus. Oh, die kleine Ehe wieder hin und her wubbeln. Das ist süß. Das sieht süß aus. Was haben wir denn noch? So ein kleiner Raptor? Nee. Waren das nicht die, die so übelst schnell waren? Das waren die so übelst schnell waren, ne? Wo ich mir in der Eile manchmal die Knochen sehr schnell gebrochen habe. Ja, ich glaube, das waren die. Das ist der Spucker? Nee, was ist denn das? Nee, das ist der Carno.
Ist das ein Kanu? Ich kann mit den Namen leider nicht wirklich viel anfangen. Ich bin so die klassische Dino-Spielerin. Ne, ich kenne die normalen Namen, die Fachnamen. Kein blassen Schimmer. Also gar kein. Was bist du denn für einer? Würde ich irgendwie als Wasserdino einordnen. Ich weiß nicht genau warum. Also nie gesehen, keine Ahnung, was das für ein Dino ist. Der Alu. Ja, gut. Was haben wir denn noch als Fleischfresser? Pflanzenfresser? Lambeosaurus. Der kommt mir bekannt vor. Erinnert mich gerade an einen Para. Ist aber kein Para. Was gibt's noch? Lambeosaurus. Ist das sowas wie ein Dryo, oder? Von der Eile so ein Dryo? Das kommt der Sache ganz nah. Natürlich über einen Haufen verschiedene Skins. Und dann kann man die Skins nochmal farblich ändern. Ja, und das soll alles, wie gesagt, auch noch modbar sein im Endeffekt irgendwann. Das ist schon krass. Habe ich die Skins alle? Bis auf den, okay. Cool. So bläulich. Das ist aber Styrocosaurus. Das ist kein Trike. Das ist so ein Dibbel, ne? Ich vergleiche die gerade immer mit den Eildinos, weil da kenne ich die Namen. Das ist dieser große Straußvogel, den ich so cool fand, mit diesen langen Krallen. Ist der das? Das ist der, oder? Es ist voll peinlich, dass ich die meisten Namen nicht kenne. Es tut mir leid. Für alle Dino-Profis unter euch, es tut mir echt leid. Ich mag einfach nur Dinos. Mein Lieblingsdino ist der T-Rex, das war es auch schon. Oh, das sieht cool aus. Man könnte sogar noch hier ein bisschen die Farben verändern. Da hat sich was geändert. So ganz minimal. Hier war es jetzt dunkler. Kann man hier schon irgendwas? Ne, hier geht noch nichts. Stego ist auch schon dabei. Oh. Die Beine sehen noch ein bisschen komisch aus, oder? Hier so? Dieser Bereich? Der sieht noch nicht so richtig aus. Als ob da irgendwie was fehlt. Was bist du? Basboldia. War das nicht... Ja, warte mal. Ich erinnere mich dran, das war dieser ganz große, der... Ja, ich komme nie auf den Namen. Aber ich weiß, was es für einer ist. Die habe ich auch schon gespielt. In der Eile. Hier ist ein... schick. Was haben wir denn hier? Skull, Dschungel. Skull. Ich will warten, bis es lädt. Aber von der Grafik so im Hintergrund, wenn das die Ingame-Grafik ist so im Hintergrund, auf Epic... Das sieht gut aus. Ui, das sieht schick aus. Aha. Man kann auch so ein bisschen die Farben ändern. Hier und da. So wieder hier. Es gibt noch gar keinen Para. Gibt es auch so komplett quietschbunte Skins? Weil das sieht schon sehr quietschbunt aus. Kann ich das jetzt aktivieren? Ui, das sieht ja auch cool aus, der Skin. Ich würde sagen, als ersten Dino. Was mache ich mir denn als ersten Dino? Mein Lieblingsdino, ich kann nicht anders. Was machen wir denn für einen Skin? Für irgendeinen coolen Skin haben für meinen Rex. Ich weiß nicht, ob ich jetzt spielen kann oder ob erstmal nur die Character Creation drin ist. Ich habe mich halt wirklich nicht gespoilert. Ich habe nicht irgendwie schon reingeguckt oder so. Der Skin sieht auch cool aus, ne? Sounds klingt schon cool. Ich hätte irgendwas Dunkles sogar. Ich bin ja eigentlich eher immer auffällig unterwegs. Die kann ich nicht nehmen. Und nach Menno. Die sieht irgendwie cool aus, ne? Warte mal bitte. Das ist Standard hier. Das ist der Standard. Den kann man noch so ein bisschen ändern. Minimal dunkler. Finde den irgendwie cool. So, hä? Ja, mal Tani, ich create ihn mal. Das sieht irgendwie ganz cool aus.
Man kann doch nicht spielen. Oh, wirklich. Oh, nein. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Der lädt. Nee, ich will den nicht löschen. Ich will... Es gibt doch nur noch die Character Creation erstmal. Ach, Menno. Bitte, bitte, bitte. Wahrscheinlich kommen die Demo-Server erst die nächsten Tage. Oder bestimmt nur an bestimmten Zeiten. Dann muss ich mal im... ich werde mal im Discord ein bisschen die Augen aufhalten, wann die Server da sind. Und wann man jetzt spielen kann oder wann die Server nun da sind. Und... Ich will unbedingt mal reingucken. Ja, und da werden wir mal die Tage gucken. Kann ich ausloggen? Ach, Menno. Settings. Man kann alles noch auf Cinematic stellen. Window Fullscreen. Das ist schon mal super. Also, Cinematic. Ich würde gerne sehen, wie es aussieht in-game, ne? Ah. Mimimi. Aber auch schon diese Ladescreens, die Fotos. Wenn das In-Game-Fotos sind, das Gras sieht schön aus und so. Es wirkt gut. Doppelklick einloggen, komm. Gehen vielleicht erstmal nur kleine Diener? Ich weiß halt nicht, ob es überhaupt schon geht. Ach, Menno. Warte mal, ich will mal diese Ladescreens gerade. Die Ladescreens sehen aber schön aus. Von der Grafik her. Das war so immer zum Puschelschwanz. Ah, Menno. Ja, ihr seht schon, es ist noch ein bisschen am Anfang. Bis jetzt nur Character Creation. Es ist nur die Demo. Early Access dann nächsten Februar. Und also sobald die Demo-Server da sind, werde ich mal auf die Demo-Server gehen. Ich habe auch schon nachgefragt. Ich darf Videos machen. Ist okay. Man weiß ja immer bei so Demos, da ist ja immer so Vorsicht geboten bei sowas. Nicht, dass es da Medienembargo oder sowas gibt. Aber ist alles gut. Das heißt, sobald die Demo-Server da sind, ich behalte meinen Discord im Auge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da mal und dann gucken wir uns mal in-game auch wirklich an. Ich finde, man konnte ja jetzt schon sehen, wo wir den Dino erstellt haben im Hintergrund, wie das alles aussieht. Er sieht schon echt schön aus. Es sieht schön aus. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, sobald ich auf die Demo-Server kann. Ich hoffe aber, für das erste Video hat es euch so viel gefallen und ihr seht schon, auf was man sich einlässt. Es soll der Eil Konkurrenz machen. Ich bin gespannt, ob es das schafft. Ich bin echt gespannt. Ich meine, man hatte ja schon die Hoffnung bei Pisa Bermudas, dass es ein bisschen Konkurrenz macht, der Eil. Aber irgendwie so, nicht so richtig. Nicht so richtig. Jetzt ist der Eil ja sowieso im großen Umbau. Und in Path of Titans da ein bisschen jetzt nachzieht. Grafisch ist okay, ist super. Kann das locker mit der Eil mithalten. Kein Problem. Gameplay haben wir jetzt nicht gesehen, aber auch von den Models her, von den Dinos, sieht es gut aus. Sehen schön aus. Weißt du, ein, zwei Details, wo man sagt, so, das können sie noch ändern. Aber das ist ja normal. Ja, ist ja eine Demo. Das kommt vielleicht noch alles. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder, wenn ich was Neues habe zum Zeigen. Bis dahin, macht's gut und ja, bei irgendwelchen Fragen zu dem Spiel, einfach in die Kommentare, wo man es kaufen kann. Bipapo, kein Problem. Sagt einfach Bescheid, fragt einfach, ich antworte dann gerne drauf. Bis zum nächsten Video von Path of Titans.